Requiem für eine Stubenfliege. In Städten wie Köln könnte die Stubenfliege ja eigentlich fast als ausgestorben gelten, denn gemessen an den sommerlichen Heerscharen in früheren Jahren sieht man sie in Wohnungen eigentlich doch nur noch recht selten. Gelegentlich verirren sich einzelne dieser kleinen Störenfriede dann aber doch über Fenster oder Türen in unsere moderne Menschenwelt und treiben dort unbekümmert wie in alten Zeiten ihr Unwesen. So auch bei uns. Anfang September taucht ein solches Exemplar bei uns auf. Wir saßen an einem der wunderschönen Spätsommerabende bei geöffnetem Fenster vor dem Fernseher und just als Angela Merkel im Bild war, flog unsere Besucherin ins Zimmer, drehte zwei kleine Runden und ließ sich gezielt auf dem Bildschirm des Fernsehers nieder. Weder Frau Merkel noch ihren Sprecher Steffen Seibert störte es, dass das kleine freche Biest ihnen über das Gesicht lief. Aber mich störte es. Ich stand also auf und als ich mich dem Fernseher näherte, zog sich die Fliege auf die Lampe zurück, von wo sie das Geschehen weiter beobachtete. Ich versuchte es mit dem Taschentuch, dem sie aber um Längen zuvorkam. Sobald die Gefahr vorüber war, kehrte sie zurück auf die Lampe und als ich mich setzte, nahm sie wieder den Platz auf dem Bildschirm ein. Ich wollte mich nun erneut erheben, doch meine Frau sagte nur, lass sie doch. Die fliegt doch von ganz alleine wieder nach draußen. Tat sie aber nicht. Sie folgte mir in die Küche, beobachtete mich bei der Zubereitung des Abendessens und später nahm sie wie selbstverständlich mit bei uns am Tisch Platz. Genauer gesagt, auf dem Tisch. Etwas unschlüssig wanderte sie auf der Tischdecke zwischen Schüsseln und Tellern umher, putzte sich gelassen die Vorderbeine, machte einen kleinen Ausflug zur Gardine, um dann wieder auf den Tisch zurückzukehren. Jetzt nahm ich Drohhaltung ein. Wenn du es wagst, dich auf unser Essen zu setzen, bist du tot. Und ich nehme sogar eine zerbrochene Schüssel in Kauf. Meine Frau schaute mich an, als könne sie mich nicht mehr ganz ernst nehmen. Die Fliege aber hatte mich verstanden. Unverzüglich zog sie sich in die Weiten des Raumes zurück, wo ich sie aus den Augen verlor. Eine Weile blieb ich noch misstrauisch und beendete die Geschichte mit den Worten, »Na also, klappt doch.« Den Blick meiner Frau will ich erst gar nicht beschreiben. Den Rest des Abends hatten wir nun Ruhe. Doch am nächsten Morgen, beim Frühstück, war sie wieder da. Und nach einer Woche wohnte sie immer noch bei uns. Sie hatte allen Vertreibungs- und Fangversuchen behende widerstanden. Naja, und ich hatte mit ihr Frieden geschlossen. Spät am Abend saß sie auf dem Computerbildschirm und wanderte auf den voranschreitenden Buchstabenkolonnen umher. Mit einer Lupe habe sie dort einmal ganz genau betrachtet und sie hat dabei stillgehalten. Sie hatte interessante rote Augen und ihre durchsichtigen Flügel brachen das Licht in allen Spektralfarben. Sie merkten schon, nach dieser gemeinsamen Woche war fast Freundschaft aufgekommen. Am Abend saß sie auf dem Fuß meines Rotweinglases und gelegentlich ließ sie sich sogar vertrauensvoll zwischen den Härchen auf meinem Unterarm nieder. Ich habe sie Lottchen getauft und wenn ich noch spät in der Nacht am Computer saß, redeten wir miteinander. Zugegeben, geantwortet hat sie nie, aber sie war eine geduldige Zuhörerin. Inzwischen ist Lottchen verschwunden. Fliegen wären nur 20 bis 24 Tage alt. Einen guten Bekannten, den ich auch als guten Christen kenne, habe ich gefragt, was meinst du, gibt es im Himmel Fliegen? Ich hoffe doch nicht, hat er geantwortet, und ich habe auch dann nicht mehr weiter gefragt. Ich merkte sofort, der Mann hatte keine Ahnung, weder vom Himmel noch von Fliegen.